meines Wissens XRP, du bist ein Witz. XRP, wirst nie performen. XRP, oh XRP, spätestens Ende 2024 wirst du dich wie Phönix aus der Asche heben und es allen zeigen. XRP, to the moon, XRP. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Einen wunderschönen wünsche ich euch heute. Ja, was ist denn passiert? Was ist passiert? Ja, der Markt reagiert natürlich auf eine Mega-News. Deswegen sage ich immer, charttechnisch, ihr könnt so viel analysieren, wie ihr wollt. Aber wenn eine gewisse News kommt, ist das alles für die Katz, meine Lieben. Ist das alles für die Katz. Erstmal grüße ich euch natürlich und ich freue mich, dass ihr alle wieder so vielzahl natürlich da seid. Ja, meine Lieben, so wollen wir den Markt sehen. So und nicht anders. Ich habe aber auch eine traurige Nachricht. Wir werden wirklich jetzt bald oder sehr bald sogar schon weniger zu lachen haben. Es wird jetzt immer besser, was die USA betrifft. Aber wie gesagt, Lachen wird uns jetzt vergehen, ne? Weil da kommt nicht mehr viel. So, schauen wir natürlich auf den Markt an. Schafft Bitcoin noch die 100.000 heute? Ich bin sehr zuversichtlich, dass er es schafft nach der News, die heute noch kommt. Die ist so mega krass geil. Und ich freue mich schon, die richtig euch zu repräsentieren. Oh, XRP hat ein bisschen wieder was verloren, aber nichtdestotrotz immer noch bei 1,20 Dollar. Ist natürlich für mich blöd, aber mir ist es egal. Auch wenn ich jetzt eine krumme Zahl habe auf mein Spesenkonto, soll es so sein, dann ist es eben so. Ich gehe davon aus, dass wir auch vielleicht im Dezember 1,50, 1,80 oder sogar schon 2 Dollar sehen können. Jetzt nach der News ist der Weg eigentlich frei für den kompletten Kryptomarkt. Die Drangsalierung hat ein Ende, aber es geht erstmal los. Die Neobank von SBI bietet Kunden Mitsui Sicherheitstoken an. Diese Woche hat die japanische SBI Sumishin Net Bank Neobank damit begonnen, ihren 7,7 Millionen Bankkunden Sicherheitstoken anzubieten. Es ist Teil einer Zusammenarbeit mit Mitsui & Co. Digital Asset Management, das mit im vergangenen Jahr einen Direct-to-Consumer-Security-Token-Service Alterna eingeführt hat. Normalerweise würden Vermögensverwalter Gelder über Broker verteilen, aber das Modell von Mitsui besteht darin, direkt zu gehen. Es scheint zwar, dass ein Broker durch eine Bank ersetzt wurde, aber das Modell ist ein anderes. Kunden interagieren direkt mit der Alterna-Plattform. Es arbeitet also eher mit Vermittlern als mit Maklern zusammen. Also ihr seht die Blockchain-Technologie, es geht weiter voran und jetzt wird es richtig schmutzig 2025, Leute. Ja, was soll ich sagen? China kommt jetzt auch ins Rollen. Bitcoin-Besitz nicht illegal, trotz Bitcoin-Verbot in China. Obwohl die chinesische Regierung in 2021 ein Bitcoin-Verbot erlassen hat, sei der Besitz nicht illegal. Laut einem Gericht in Shanghai hat Bitcoin Eigentumseigenschaften. Ein Gericht in Shanghai hat eine Stellungnahme veröffentlicht, die besagt, dass der persönliche Besitz der Kryptowährung nicht gegen das chinesische Recht verstößt. Das berichten Lokalmedien. Demnach haben Richter Sanji einen Artikel auf der chinesischen sozialen Media-Plattform WeChat veröffentlicht. Darin heißt es, zwar ist es Unternehmen nicht gestattet, nach Belieben in Kryptowährungen zu investieren. Das stimmt, die müssen immer einen extra Antrag stellen und erstmal warten, ob die Regierung das erlaubt. Für Einzelpersonen ist der Besitz von Kryptowährungen aber nicht illegal. Das bedeutet, die chinesische Regierung ist damit natürlich, tut mir leid, das sagen zu müssen, weiter unter Druck und ich gehe ganz stark davon aus, dass bald wir endlich die Nachricht kriegen, China erlaubt wieder natürlich Bitcoin und alle anderen Kryptowährungen für jeden. Ne? Ja, großer Krypto- und Bitcoin-Investor wird neuer US-Handelsminister. Trump macht es also tatsächlich wahr. Ich bin jetzt davon total überzeugt, dass wir wirklich eine super State bekommen, dass die USA tatsächlich zu 100% Krypto-Blockchain-freundlich wird und zwar im ganz großen Stil. Ne? Donald wird es tatsächlich für uns richten.
Howard Lutnick soll der neue US-Handelsminister werden. Das hat Donald Trump nun bekannt gegeben. Nicht nur er selbst, sondern auch seine eigene Firma gilt als Bitcoin-Investor. Er sieht Bitcoin als digitales Gold. Danke, ich bin nicht der Einzige auf der Welt, der das so sieht. Digitales Gold und hat verschiedene innovative Lösungen zur Kreditfinanzierung über Bitcoin erschaffen. Neuer US-Handelsminister, Bitcoin-Investor, Kontakt überall in die Bitcoin-Welt, strategische Bitcoin-Reserven in den USA, könnte kommen, ne? Es ist schon geil. Globale Finanzinstitute mit Weltklasse-Talenten, die ihren Kunden auf der ganzen Welt spezialisierte Branchen, Wissen, innovative Produkte und individuelle Lösungen bieten. Das wird so geil. Lutnick, der mit seinem Unternehmen Cantor Fitzgerald schon seit 2024 ein Bitcoin-Finanzierungsprogramm mit einem Startkapital von 2 Milliarden US-Dollar gestartet hat. Bitcoin-Besitzer können sich durch das Hinterlegen von der dezentralen Währung so Kredite sichern. Ist doch einfach geil, was da auf die zukommt. Echt, Leute. Donald Trump macht tatsächlich alles wahr. Es ist natürlich noch die Frage, was ist mit Gary, ne? Das ist auch mega geil, Leute. Grenzüberschreitende Zahlung in Zahlen. Globale Konzerne verloren 120 Milliarden US-Dollar an Transaktionsgebühr. Nur an Transaktionsgebühr. Das derzeitige grenzüberschreitende Zahlungssystem verursacht Unternehmen und Volkswirtschaften weltweit hohe Kosten. Erstickt das wirtschaftliche Potenzial und schränkt die finanzielle Inklusion ein. Globale Unternehmen bewegen jährlich 23,5 Billionen US-Dollar zwischen den Ländern, etwa ein Viertel des globalen Bruttoinlandsproduktes, und kosten jährlich schätzungsweise 120 Millionen Dollar an Transaktionsgebühr. Jede Verbesserung der Effizienz grenzüberschreitender Transaktionen würde daher zu erheblichen Vorteilen für Unternehmen und Privatpersonen weltweit führen. Ist das nicht krass? Die bezahlen 120 Milliarden Dollar, nur die Transportgebühren oder Transaktionskosten. Welches System wäre wohl das sinnvollste? Ne? Ich meine, selbst die Weltbank hat das ja in ihren Dokumenten drin, das XRP und XLM, ne, für grenzüberschreitende Zahlungen natürlich ideal wäre, aber ich weiß ja nicht, ob da noch was kommt. Ne? Also ganz ehrlich. Ripple SEC-Klage. Agentur bekräftigt Wertpapier für digitale Vermögenswerte, da XRP 2 Dollar anstrebt. Die US Security and Exchange Commission hat angeblich Klagen wegen digitaler Asset Securities zu erheben. Die jüngste Aussage der US-Börsenaufsicht SEC und von Gary Gensler haben die Absicht bestätigt, XRP als Wertpapier ins Visier zu nehmen. Die Ripple-Manager Brad Geilinghaus und David Schwarz glauben, dass das Ende der Klage... Analysten prognostizieren eine Rallye des XRP-Preises auf 2 Dollar. Ganz ehrlich, ja, da brauche ich keinen Analyst mehr jetzt wieder. Kommt aber noch, ne? Also wir werden bald nicht mehr was zum Lachen haben. Das ist wirklich ernst. Das ist wirklich todernst von mir. Ripple SEC-Klage. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC deutete in der Berufung vor dem Second Circuit Court auf Ansprüche wegen digitaler Asset Securities hin. Der Schritt erfolgte, als der XRP-Preis die Marke von 1 Dollar überstieg und eine Rallye auf 2 Dollar nach dem Rücktritt von Gary Gensler und dem Ende der XRP-Klage während der Präsidentschaft von Donald Trump erwartet wurde. Ja, wir sind wirklich am Arsch, meine Damen. Oh, Gary! Gary Gensler, das ist übrigens sein Originalprofil auf Plattform X. Am 20. Januar, Schisser sage ich nur, 2025 werde ich als SEC Vorsitzender zurücktreten. Gary hat die Hosen voll, hat keinen Bock auf kleinen Donald und tritt tatsächlich zurück. Es ist jetzt amtlich. Wir müssen nur noch bis zum 20. leider seine Scharade weiter uns noch angucken. Also wir werden jetzt leider ab dem 20. Januar keinen Spaß mehr haben. Nichts mehr Lustiges. Und ja, natürlich, jetzt kann man sagen, ja, es geht aufwärts. Ne? Nur die Frage ist natürlich... Sehen wir wirklich was Besseres? Bisher muss man ganz klipp und klar sagen, ja, verdammt, es wird besser, wenn man sich so anguckt, was Donald jetzt schon da für Leute reinsetzt in seinen Stab, sage ich mal, die pro Krypto sind, die Republikaner sind pro Krypto und pro Blockchain, und ganz klipp und klar, es wird gigantisch. Und damit sage ich klipp und klar, Bitcoin Minimum 250.000 bis 400.000 kann er in diesem Bullenmarkt hundertprozentig erreichen. Das ist für mich so klar wie dass die Sonne jeden Tag aufgeht.
Aber warten wir natürlich ab. Nichtsdestotrotz, ach, das können wir auch vergessen. Ob Bitcoin heute die 100.000 schafft, leider ist wieder schon Abverkauf. Ich hätte eigentlich erwartet, er schafft die 100.000 und dann kommt der große Abverkauf. Aber nichtsdestotrotz, dank Onkel Gary haben wir jetzt solche Kursexplosionen und das ist fantastisch. Und deswegen sage ich immer, Chartanalysen sind zwar schön und gut, meine Lieben, aber es spielt alles keine Rolle, wenn so eine Nachricht kommt oder auch natürlich negativ, wenn mal eine große Börse gehackt wird, da bringen euch charttechnische Analysen nämlich null. So viel zum Thema, nicht? Gestern, es hat ja ein YouTuber, ein Chartanalyst, ein Trader seine ganzen Bitcoins natürlich verkauft und was seht ihr da? Laut seiner Aussage geht jetzt erstmal XRP natürlich nach unten und dann hat man vielleicht nochmal die Chance. Ja, ich würde mal sagen, scheiße gelaufen, ne? Ach, ich liebe es. Ich bedanke mich jetzt schon mal im Vorfeld bei 161 Zuschauern. Wahnsinn. Ja, ich sehe, die Kugel hat wieder Probleme. Die Kugel hat leider wieder ein paar größere Probleme, weil wahrscheinlich ein bisschen zu viel da unterwegs ist. Ah, was ist jetzt schon wieder los? Ich kriege hier auch Probleme. Ah, machen wir mal eben weg. Weg. So. Ich habe hier nur noch Probleme, oder was? Nö, komm schon. Ah, jetzt. Na, kriegst du es hin? Ja, kriegst du hin. Sehr gut. Aber ich habe hier trotzdem wahnsinnig Probleme. Was ist denn wieder los? Ihr seht, hier ist ein bisschen zu viel los und ja. Es funktioniert nicht mehr alles so gut bei mir. Es funktioniert nicht mehr alles so gut. Aber nichtsdestotrotz, wir können uns richtig freuen und ich bin richtig, richtig begeistert. Ne? Ich bin richtig begeistert. Wir werden richtig, richtig geilen Bullenmarkt jetzt erleben. XRP, guten Abend zusammen. Lee XRP, hallo zusammen aus der verschneiten Schweiz. 20 cm heute über den Tag. Oh, nee, komm. Aber bei mir fängt es auch schon wieder an. Lucky, hallo Leute. Kaleido, guten Abend. XRP Heiko, Portfolio gerade angeschaut. Ja, geil. Das lacht das Kryptoherz. Ich hab's euch schon im Januar gesagt. Ne? Ich hab's euch im Januar gesagt. Bis zum 31.12. Ihr werdet noch ein geileres Portfolio haben als im Januar. No Petzi, grüß dich. Kryptogärtner, moin. No Petzi, hey MC, Sanremo. Sonnige Grüße von Ensel. Grüß dich, Remo. Seng Li, hi MC und alle. Otto Ran, moin in die Runde. Chris, Abend. Wir sind wieder zurück. XRP Fu, moin an alle. XRP Heiko. Maria kippt Anleihen für 850 Millionen US-Dollar. Ach, was ist das denn für ein Schwachsinn hier? Auf dem Markt. Krypto-Miner Mara. Maria, habe ich gesagt, ne? Mara kippt Anleihen. Gibt Wandelanleihen im Wert von 850 Millionen US-Dollar aus. Der Kurs der Aktie schlägt seit dieser Woche wieder nach oben aus. Wer war da nochmal hier? Ich glaube, einer war da auch hier in Mining-Unternehmen, oder nicht? Mara gibt Wandelanleihen über 850 Millionen US-Dollar aus. Anleihen wandelbar in 38,59 Aktien pro 1000 US-Dollar. Aktienkurs steigt diese Woche um 18% an. Das ist schon geil. Das ist echt schon geil eigentlich. Aber nichtsdestotrotz, der Kryptomarkt gibt uns viel, viel mehr. Bobofit, hallo zusammen. Kim Beam, guten Abend. 72 ist einfach gut. Ein herzliches Hallo an unser Maestro und alle anderen. Psychobeule, hallo ihr Lieben. Gary ist Geschichte. Geil. Grüß dich oder grüßt euch beide. Ja, ist aber traurig, ne? Jetzt haben wir weniger zum Lachen. Das finde ich ein bisschen schade. Zum ersten Mal gechattet. Chris Lied, guten Abend. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Lee XRP. Ist MC heute nervös, weil er 2 Minuten zu früh anfängt mit Stream? Oh, ich konnte nicht anders, ne? Das ist so eine geile Nachricht. Deswegen dreht sich der Markt um 180 Grad. Ich dachte erst heute den ganzen Tag, ach ja, scheiße. Ging ein bisschen hoch, ne? 10 Cent. 1,10 Dollar, 1,12 Dollar, dann wieder runter. Dachte ich nur, ey, jetzt geht mir nicht auf den Sack mit XRP, ne? Aber ihr seht eine geile Nachricht und peng, alles ist wieder im grünen Bereich. Kaleido, goodbye, Gary. Wir werden dich vermissen. Doch, ich werde ihn vermissen, ne? Sein Aussehen nicht. Gut, da kann er nichts für, aber seine Handlung, muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich vermissen. Ich hab so viel gelacht in den letzten 3 Jahren mit ihm. Ich muss ganz ehrlich sagen, er hat mein Herz schon berührt, ne?
XRP-ICO, Bitcoin-Investor, US-Handelsminister. Gut, haben wir gerade schon. Dankeschön. Tommy, guten Abend, ihr Lieben. Viele Grüße aus München. XRP-RJ, guten Abend, XRP-Gemeinde. Ansiman, guten Abend, ihr XRP-Bekloppten. Yes, baby. Kriege ich das schriftlich von dir? Dann bin ich wenigstens unzurechnungsfähig vor Gericht. XRP-Heiko. Was haben wir denn wieder Schönes? World Carbon. World Carbon Solutions Fonds schließt mit 139 Millionen Euro Einstieg in Krypto. Die Züricher Kantonalbank ist die viertgrößte Bank in der Schweiz und der zweitgrößte Vermögensverwalter des Landes. Sie gab nun bekannt, das finale Closing des Swiss Canton Fonds Private Equity World Carbon Solutions mit einem Volumen von umgerechnet rund 139 Millionen Euro abgeschlossen zu haben. Es gibt allerdings noch eine Neuerung. Die Bank ist in den Kryptowährungsmarkt eingestiegen und bietet nun Handels- und Verwahrungsdienste für Bitcoin und Ethereum an. Da würde mich ja wirklich interessieren, was für einen Verwahrungsdienst sie denn nehmen. Ich meine, da gab es ja so ein Unternehmen aus der Schweiz, was ja so Ripple an sich gerissen hat. Ne? Könnte ich mir gut vorstellen, dass natürlich darüber die verwahrt werden. Aber was wissen wir denn schon? Ne? Was wissen wir denn schon? Ja, ist doch eine wunderbare Sache. Ganz ehrlich, es wird geil. Es wird einfach nur noch geil. Mann, guten Abend zusammen. Ansiman, heute Abend trinken wir auf Gary. Hundertprozentig, ne? Und am 20. wenn er geht, auch nochmal. XRP-Jung, Bitcoin gleich 100.000 und Gary hat keinen Bock mehr. Schade, hätte gerne gesehen, dass Trump ihn rausschmeißt. Ganz ehrlich, ich auch. Wenn ich ein bisschen Kohle gehabt hätte, ne, hätte ich mir sogar am 20. Januar einen Flieger nach New York gesetzt. Melle, guten Abend, MC und an den Rest. Ahok, guten Abend, MC und XRP-Freunde. Teneriffa rückt immer näher. Ja, auf 100 würde ich noch nicht tippen, aber so Bullenmarkt mit Pump, jetzt ohne Verwendung, ja, 5 bis 10 Dollar sollten drin sein. Ich weiß, ich habe auch schon gehört, die von den Analysten, kam ja heute auch raus, 8 bis 12 Dollar oder 13 Dollar könnte XRP schaffen. Ich meine, ganz ehrlich, 13 Dollar, dann müsste Bitcoin wirklich vielleicht sogar über 400.000 gehen, ne? XRP Night Riddler, einen wunderschönen Stream euch allen. Adrodon, moin zusammen. Kirch, hallo MC, Grüße an alle. Kaleido, Gary Gangster ist ein Echsenmensch. Psychobeule, Richter in Shanghai hat Bitcoin erlaubt. So geil. Ja, aber nur für Privatpersonen, nicht für Unternehmen. Die müssen immer noch einen Antrag bei der Regierung stellen. Gamer, hey MC, ich hab am... was hast du am... Mercedes-Checker, Servus, Ahok, MC, lohnt sich es eher noch in XLM einzusteigen oder in andere ISO-Coins? Du, das kann ich dir nicht sagen, ne? Weil XLM wird auch erst seinen sehr guten Kurs machen, wenn natürlich XRP in der Verwendung ist bei Banken. Von daher, also wie gesagt, ich konzentriere mich jetzt nicht mehr auf diesen Bullenmarkt zu kaufen. Ich gehe jetzt schon weiter und ich kaufe, wenn überhaupt, jetzt schon ein bisschen was für 28, 29. Hab ich viel. Grüße, Familie, Mr. Crypto. V-Chain, CEO, blickt zurück auf 7 Jahre Blockchains für den Wandel in der realen Welt. Sunny Lou von V-Chain erzählt in einer aktuellen Interview von den Bemühungen, vollumfängliche Nachhaltigkeit zu erreichen. Er sagt, das aktuelle White Paper des Projektes von 23 sei um die Einbeziehung von Unternehmen und Personen in nachhaltigen Abläufen ergänzt worden. Einige denken, dass V-Chain Zeit in der Kryptowelt uns zu einem Dinosaurier macht, während andere es als ein Zeugnis für Expertise, Innovation und Durchhaltevermögen sehen. Wie auch immer ihr Geschmack sein mag, unser Ziel hat sich nie geändert. Reale Auswirkungen auf die Welt, angetrieben durch Blockchain. Bauen Sie weiter. Da hat er absolut recht, ne? Diese Kampagne, zu dieser Zusammenarbeit, sagte Sunny Lu, zu welcher Zusammenarbeit? Außerdem wurde mehrere Partnerschaftsvereinbarungen geschlossen, um das V-Better-Ökosystem voranzutreiben. Darunter die Vereinbarung mit der weltweit führenden Mixed Martial Arts Organisation UFC,
über die CNF kürzlich berichtet. Diese Kampagne ist ein bedeutender Schritt vorwärts in unserer Mission, Blockchain für das Allgemeinwohl zu nutzen. Mit der Unterstützung von BCG und der enormen globalen Reichweite der UFC öffnen wir die Türen für Nutzer und Unternehmen und Institutionen, indem wir die Akzeptanz dieser neuen App-Plattform fördern und gleichzeitig neue Finanzinstrumente schaffen, die tief verwurzelte Probleme lösen. Ja, das ist wirklich eine Creme de la Creme, ne, dieser Mann. Hat sich auch übrigens schon mal öfters mit Brett Garlinghouse getroffen in den letzten Jahren. Ne? Was es zu bedeuten hat, sind große Spekulationen natürlich am Gange seit Jahren, aber schauen wir mal. Mr. Crypto. CFTC Advisory Subkomitee empfiehlt tokenisierte Sicherheiten, ohne dass Regeländerungen erforderlich sind. Die Committee Futures Trading Commission, CFTC, USA, verfügt über ein globales Markets Advisory Committee, das sich aus Branchenteilnehmern zusammengesetzt. Heute stimmte der Unterausschuss für digitale Vermögenswerte mit 27-0 Stimmen für 3 Empfehlungen zur Einführung von DLT und tokenisierte Vermögenswerten als Sicherheiten für die Marge. Die Vorschläge müssten vom gesamten GMAC-Ausschuss angenommen werden und es liegt an der CFTC zu entscheiden, ob sie weitergeht. Geile Sache. Selbst die USA bewegt sich jetzt schon. Die CFTC-Behörde ist übrigens die Behörde in den USA, die immer gesagt hat, wieso, Kryptowährung, Wertpapier? Nein, das ist Ware. Naja, es wird geil. Brillicoin, hallo MC und alle zusammen. Muss mich erst noch daran gewöhnen, dass bei unserem Kurs keine Null mehr vor dem Komma steht. Ich muss dir sagen, ja, ich gebe dir natürlich recht. Ne? Es war eine verdammt lange Durststrecke, ne, die wir durch hatten. Und ich kann ganz klipp und klar sagen, also ich denke nicht mehr, dass XRP unter einen Dollar gehen wird. Wenn wir Pech haben, vielleicht, gut, sagen wir nicht mehr, aber wenn wir Pech haben, vielleicht bei einer stärkeren Korrektur, die eigentlich auch irgendwann natürlich kommen müsste, vielleicht auf 95 Cent, aber wird ganz schnell wieder über einen Dollar hüpfen. Daniato, hallo Freunde, Gary hat aufgegeben, schade, ne? Mr. Crypto, ach, deswegen Solana Konkurrent. Ja, weil, Sui, ne? Ja, los, auch richtig. Breaking Sui Network. Netzwerk nach 2-stündigen Ausfall wieder online. Preis sinkt. Ja, was soll man sagen, ne? Das ist wirklich der Grund, warum sie natürlich Solana Konkurrent sind, ne? Solana lässt grüßen. Sui Netzwerk steht zum ersten Mal vor einer Ausfallzeit, da das Team die Angelegenheiten untersucht. Das Netzwerk hat den Ausfall bestätigt und der Community versichert, dass ein Fix bereitgestellt wird. Die Sui-Community reagiert mit Humor und Skepsis, wobei einige Parallelen zu früheren Ausfällen auf Solana zogen. Also bereitet euch mal vor, wenn ihr Sui habt, dass es vielleicht auch öfters vorkommt, ne? Wildfuchs. Dreamserie, Daya, geil, guten Abend an alle. Neusel, guten Abend an alle. Sanremo, geht mir auch so in meiner Kurstabelle in Excel. Brillicoin, Mr. Crypto. Oh. Mastercard integriert sein MTN-Blockchain-Netzwerk mit JP Morgan, Kinexis Digital Payments, JP Morgan Coin. Mastercard gab heute bekannt, dass es sein Multi-Token-Network für tokenisierte Einlagen und tokenisierte Vermögenswerte in Kinexis Digital Payments, ehemals JP Morgan Coin, integriert hat. Es ermöglicht den Kunden der beiden Lösungen, Zahlungen über die Netzwerke zu senden. Beide Unternehmen betonten die Vorteile für grenzüberschreitende Zahlungen aufgrund der traditionellen Herausforderungen mit Geschwindigkeit, Transparenz und Zeitzonenunterschied. Freut mich für alle und wie gesagt, ne, das ist ja XRP, ne, Ledger, sage ich nur. Aber hey, ich habe keine Ahnung. Es ist das Ethereum-Netzwerk, ne? Darauf baut JP Morgan.
XRP Echo, hier noch für alle wegen Tools, wegen Protokollierung der Kryptokäufe, beziehungsweise auch beim Trading und so weiter. Keine Werbung, nur sind die Tools gut mit direkten Anbindungen über API, okay? Brauche ich nicht, ich bin oldschool. Ich habe alles in Papierform auf dem Stick, alles richtig nach Datum sortiert. Simbo, einen wunderschönen guten Abend an alle XRP-Verrückten und den halbwissenden Vorsteher. Gott sei Dank, ich muss das schriftlich von euch kriegen, wenn ich mal vor Gericht stehe. Ne? Heute persönlicher Rekord, 4 Streams live in Folge. Es macht einfach Spaß mit euch. Dankeschön. Anubis, guten Abend. Anubis. Ripple weist über 500 Banken weltweit neue IDs zu. Das ist aber alt, das hatten wir schon vor 3 Wochen. Aber Crypto Newsflash, ne? Ja. Sind nicht immer die auf dem neuesten Stand. Bei näherer Betrachtung haben wir festgestellt, dass die beteiligten Banken verschiedene Finanzmärkte abdecken. Darunter Hongkong, China, Australien und die Philippinen. Zu den beteiligten Instituten gehören auch die Standard Chartered Bank, die Hong Kong und Shanghai Banking Corporation Limited, HSBC, die Agricultural Bank of China, die AMP Bank Limited und die ANZ Bank. Ja, die Idee ist eine vereinfachte Überweisung durch die Expertise von Ripple, unserem internationalen Partner, der auf grenzüberschreitende Zahlungen spezialisiert ist, zu ermöglichen. Gleichzeitig ermöglicht diese Partnerschaft Mercado Bitcoin einen weiteren Schritt in Richtung Internationalisierung seiner Dienstleistung zu machen. Die Möglichkeit, dieser Art von Operationen zu erleichtern, niedrige Kosten anzubieten und die Plattform noch vollständiger zu machen, zeigt unser Engagement für die Kunden und erweitert gleichzeitig das Portfolio der Produkte, die wir heute anbieten. Die Anwendung von Ripple nutzen den XRP-Ledger und den nativen Digitalvermögenswert XRP, der speziell für schnelle, kostengünstige und hochskalierbare Transaktionen in Entwicklungs- und Finanzanwendungen entwickelt wurde. Ich sage nur 120 Milliarden Dollar Kosten bei grenzüberschreitenden Zahlungen. Ne? Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern auf der ganzen Welt leisten die Verwahrungs- und Stablecoin-Anwendung von Ripple Pionierarbeit in der digitalen Asset-Wirtschaft und schaffen Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Blockchain-Technologie für Unternehmen. Deswegen 2025, Leute. Ich bin davon überzeugt, 2025. Vielleicht hat Weltglück ja recht und ich muss meinen Arsch leider noch diesen Winter hier in Deutschland verbringen. Aber nächsten nicht. Ey, ganz ehrlich, nächsten, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Black Intus. Namen zusammen, Kryptogärtner. Dauert es noch länger? Los, komm, zack, zack. Von Anfang an manipuliert. Enthüllung des Krieges der SEC gegen Krypto, auch bekannt als XRP Unleashed, ist jetzt live. Holen Sie sich noch heute Ihr Exemplar. Okay, da kannst du es ja schon kaufen. Stimmt, heute ist er 22. Nee, morgen ist er 22. Morgen kommt es ja auf Amazon und Apple Pay, glaube ich, war das, ne? Also Amazon war ich auf jeden Fall. Quick, Servus MC, grüß dich, Anubis. Gary Gensler gibt Rücktritt bekannt. Hatten wir schon. Trotzdem vielen, vielen Dank. Gamer, hey MC. Ich habe mir heute frei genommen, um mal mir einen freien Tag, also meinen Kopf frei zu bekommen und bin heute um 7.30 Uhr in ein Kaffeehaus gegangen und auf jeden Fall habe dort einen kennengelernt, der auch in Krypto investiert ist und meinte ja auch, sau mir MC an für Info. MC ist doch ein Spinner, der mit seiner XRP-Prognose, ich meinte nur jeder mit seiner Meinung, also mein Meister MC, ich knie vor Ihnen und sag nur, wenn du ein Spinner bist, bin ich auch. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin natürlich bekannt, ich bin bei vielen natürlich sehr negativ bekannt, weil meine Prognosen sind natürlich hoch wegen der Verwendung. Wegen der Shane-Ellis-Theorie natürlich auch. Da führt auch gar kein Weg dran vorbei, aber ganz ehrlich,
Die Leute sollen denken, was sie wollen. Schauen wir mal, wer recht hat, ne? Johannes, ich bin gut aufgelegt. Und ihr, MC, bei dir alles okay? Muss ja, ne? Aber dank der Nachricht von Gary ist alles wieder so halbwegs im grünen Bereich. Ja. Liebe Leute, es geht bergauf. Langsam, aber dafür sicher. Aufgestellte Grüße in den Stream der Streams. Nichts ist besser, als jeden Abend hier mitzumachen. Leider ohne Sonntag, aber es ist der EMC gegönnt. Ja, tut mir leid, ne? Ein Tag der Woche muss ich mal schwächeln. Lee XRP, MC, hast du gestern noch mit David telefoniert und ihm gesagt, dass wir uns das Midnight brauchen, aber mit dem Charles nichts zu tun haben wollen? Ja, natürlich. Ne? Ich habe ihm auch gleich gesagt, wenn du Charles siehst, grüß ihn von mir, gib ihm noch einen schönen Pferdekuss von mir, weil das wird nichts mit uns beiden. Ne? Aber sein Midnight-System, ja, das sollte man schon in XRP-Ledger mit integrieren. Oder meinetwegen die Verbindung zu Cardano kommt ja jetzt auch. Und dann das natürlich beim XRP-Ledger mit reinnehmen. Ne? Ronnie the Rippler, hallo an alle XRP-Geschädigten. Quick, MC, 2025 wird ein geiles Jahr für uns. Hundertprozentig. Ich bin da total von überzeugt. Ne? Es steht eigentlich alles. Das Einzige, was uns wirklich das Jahr versauen kann, sage ich ganz klipp und klar, ist natürlich Krieg oder die Scheißrezession, wenn die zu früh kommt. Dann haben wir echt die Arschkarte. Aber mit kleinen Donald an der Macht, sage ich ganz klipp und klar, denke ich nicht, dass die Rezession früh kommt. Krieg. Schauen wir mal, wie die nächsten zwei Monate vielleicht noch eskalieren, aber ab 20. Januar bin ich guter Dinge, dass da auch langsam überall weltweit mehr Rohre reinkommen wird. Johannes, 320er Stream-Serie, alter Schwede. Und nochmals 5 Streams dazu. XRP-Icon, also Biden tobt sich ja auch noch aus, bis zur Ablösung. Was macht dann erst Gary? Noch ein paar verklagen? Das Problem ist ja, ne, das sehe ich ja bei Biden auch, habe ich mir heute mit dem Arbeitskollegen auch gesprochen. Wen interessiert das noch? Also ganz ehrlich, egal wer an der Macht ist, wenn Biden bei mir anrufen würde, würde ich ganz klipp und klar sagen, weißt du was, Alter, das ist mir scheißegal, was du willst, weil ich muss mit dem Nächsten, mit Donald, muss ich 4 Jahre auskommen. Also interessiert es mich nicht mehr, was du sagst. Und bei Gary, ja, ne, also jeder Richter, der da irgendwas machen möchte, würde ich auch sagen, was willst du? Lucky, gratuliere. Okay. Laquitka. Na, was kommt? Wir freuen uns, die Einführung des Wisdom Tree Physical XRP ETP bekannt zu geben, das jetzt an der Börse Xetra, Six Swiss Exchange und Euronext Paris und Amsterdam notiert ist. Wo ist Frankfurt? Das Wisdom 3 Physical XRP ETP bietet einen einfachen, sicheren und kostengünstigen Möglichkeit, sich an XRP zu beteiligen. Einem der größten Cryptocurrencies nach Marktkapitalisierung. XRP-V ist zu 100% durch XRP gedeckt. Das günstige XRP ETP in Europa und bietet direkte Spotpreisexpose. Okay, 100% psychische, durch XRP gedeckte, gesicherte in der Kaltlagerung. Gut, nennt man auch Cold Wallet, aber gut. Institutionelles Doppelverwahrungsmodell mit regulierten Verwahrung. Kostengünstige XRP-ETP in Europa. Das ist natürlich geil, ne? Das muss ich natürlich auch gleich hier weitermachen. Das geht ja gar nicht. Geil, geil. Dankeschön. Gamer, er sagte XRP auf 10.000 und ich meinte, nein, 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 XRP auf 100.000. Habt ein Schippe draufgelegt. Ganz ehrlich, könnte passieren. Quick, HKC, also Hops, keine Ahnung jetzt. Wird jetzt blöd in die Röhre gucken. Naja gut, er geht eben halt charttechnisch daran, ne? Aber wie gesagt, da siehst du jetzt genau an so einem Tag wie heute, charttechnisch bringt das einfach nichts auf den Kryptomarkt. Das ist einfach Fakt. Neusel, habt ihr eine Tendenz, was Veracity im Bullenmarkt erreichen wird? Kann. Danke für eure Antworten. Also meine willst du, glaube ich, nicht hören. Stimmt, was hat der denn jetzt gemacht? Muss man ja mal eben ganz klar gucken, ne? Weil das ist ja ein bisschen so von vielen der Sorgenkind, bei mir nicht, weil ich sehe das ganz entspannt. Naja, 5%, okay, naja. Kann man jetzt erstmal nicht so groß meckern, ne? Aber 5% ist okay. Moment.
Bin ich denn? Wo bin ich denn? Da war ich. XRP habe ich ganz vergessen. Brigade habe ich auch vergessen. Brigade. I love this shit. Yes, baby. XRP, Blackout bei der XRP-Kugel. Immer. Immer. Blunto, XRP auf 100. Geht nicht mehr viel, ne? Kriegen wir auch noch hin. Sanremo, habt ihr kalt? Sitzt auf der Terrasse bei 28 Grad. Sanremo, ich sag dazu nichts mehr, ne? Weil das ist mir einfach zu doof. Da mache ich nicht mit, ne? Kalt ist relativ, mein Schatz. Daniator, also HKCM, nee, HCKM hat sich den dümmsten Verkaufszeitpunkt aller Zeiten ausgesucht für XRP. Naja gut, charttechnisch hatte er schon recht gehabt. Ne? Also charttechnisch war wirklich so, wo man gesagt hätte, okay, gab eine große Wahrscheinlichkeit, dass XRP natürlich jetzt wieder erstmal eine Korrektur macht. Von daher, da hat er ja nun wieder nicht Unrecht gehabt. Nur das Problem ist eben halt, er konzentriert sich auf Charts und nicht, wie die Kryptowelt wirklich funktioniert. Den Charts kannst du vergessen. Das kannst du bei jeder Kryptowährung ansetzen, natürlich so wie bei Aktien und Co., aber das kannst du einfach vergessen. Es kommt eine geile Nachricht, peng. Es kommt eine dumme Nachricht, es geht runter. Also, das kannst du nicht mit einkalkulieren. X Blunto, Chart, Dreieck, Fischfinger, Burgerpommes, wie ich diese Leute hasse mit ihren Charts. Als ob das was sagt. Sieht man ja. Ich glaube, dieser Hopf hat seine XRP nicht verkauft. Das sagt er nur so, dass dann Leute gucken und auch verkaufen. Ködern, dass wir nicht reich werden. Ich glaube schon, dass er verkauft hat. Uberl, hallo MC und Community, weiter so. XRP Heiko, Remo, du weißt, dass wir bald auf die Insel kommen. Also nicht immer so necken hier mit der Gradzahl. Cinnamon, hallo, ihr wilden XRP-Banditen. Quick MC, was wird passieren, wenn Trump am 20.01. vereidigt wird? Dann wird der Bullenmarkt eskalieren. Ah, das denke ich jetzt noch nicht, dass am 20.01. Also auf jeden Fall, was passieren wird, wenn am 21. die Nachricht rauskommt vom Gericht, dass natürlich das Berufung weg ist. Dann wird XRP voll durch die Decke gehen. Davon gehe ich jetzt auch aus. Ich denke aber, wenn Trump am 20., ich sag mal so, wenn er bis Mitte Februar was sehr Positives in den USA macht, was natürlich, was die Kryptowelt betrifft, dann könnte es wirklich richtig losgehen. Und wenn China vielleicht vorher kommt oder, ja, ich hoffe natürlich, dass sie vorher schon kommen, von wegen, ne, Bitcoin ist nicht mehr verboten, dann wird es auch schon losgehen. Johannes, och, ich habe gleich mal nachgemessen. Wir haben in Rheinach, Schweiz bis jetzt nur 18 cm Neuschnee. Aber es soll bis morgen bis zu 45 cm sein. Na, dann wollen wir mal schauen. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Ganz ehrlich, wenn hier 45 cm Neuschnee sind, dann ist der komplette Verkehr bei uns lahmgelegt. Ne? Ich weiß ja auch nie, wie die Österreicher und Schweizer das überhaupt schaffen immer. Also bei uns schon bei 5 bis 10 cm, da flippen die Leute schon total aus. Kriegen sie nicht geschissen. Daniato, ATH noch dieses Jahr für XRP? Ich würde nicht sagen, das ist nicht machbar, ne? Weil innerhalb von 3 Wochen, ich habe es selbst ja miterlebt, hat XRP ja sein ATH erreicht. Also von daher, und es ist diesmal schon viel mehr Geld drin als das letzte Mal, wo er es erreicht hat. Also von daher, schauen wir mal einfach, ne? Ansiman, kannst du gerne schriftlich kriegen, dass du XRP bekloppt bist? Ich bring dir das auch vorbei. Komm ja jedes Wochenende an Bremen vorbei. Okay. Wieso kommst du denn jedes Wochenende an Bremen vorbei? X-Blundo, wann denkst du, wird XRP die 100 knacken? Ohne Spaß jetzt. Ganz ehrlich, frühestens Ende des Jahres 25. Aber nur wegen der ISO-Integration, natürlich nur wegen Verwendung, muss man ganz klipp und klar sagen. Sonst, spätestens, wenn alles soweit funktioniert und wirklich Ende November 25 globale Anwendung ist, würde ich sagen Februar 26. Taucher, Grüße an die Bande und MC. XRP Heiko, Ledger hat jetzt endlich einen Filter für die bösen NFT-Sachen in der History eingestellt. Da wird es aber auch Zeit, gerade gesehen. Ah, der ist, glaube ich, schon länger da und trotzdem funktioniert das nicht so richtig. Daniata, was meint ihr? Pumpt XRP morgen weiter? Ich gehe davon aus, wenn Asien jetzt erwacht, dass der komplette Markt weiter pumpt.
Lee XRP, eigentlich müsste man Gary sofort nach seinem Rücktrittsschreiben des Amtes entheben oder freistellen, dass der nicht auch noch auf blöde Gedanken kommt, sei es Ripple oder andere. Wir sehen es ja jetzt gerade am US-Präsidenten, der gibt jetzt auch nochmal Vollgas. Leider in sehr falsche Richtung. Und ich schätze mal, bis zum 20. Januar haben wir noch ein bisschen was zu lachen. Argon, guten Abend alle zusammen. XRP Eiko, und welches Netzwerk ist noch nie abgeschmiert oder gehackt worden? Na, Shiba. Ah nee, scheiße, die laufen ja wie Ethereum. Ja, es ist eine gute Frage. Läuft Dogecoin eigentlich regelmäßig? Das müsste ich mal herausfinden, ob Dogecoin schon mal abgeschmiert ist. Ich kann es ja nicht sagen, XRP Heiko, ne? Welches war es denn? Meline, hallo in die Runde. Weißt du, wann XRP in Japan eingeführt wird und wie lange es, denkst du, dauern wird, bis es weltweit angemeldet wird? Danke. Also, du meinst, wenn die Verwendung startet, XRP ist in Japan schon reguliert, Stablecoin noch nicht, da müssen sie noch ein bisschen nachhaken, aber sind auch dabei. Ich gehe davon aus, dass 25 es gestartet wird in Japan, und zwar global auch. Auf jeden Fall auf den asiatischen Bereich, über Europa, dank Mika-Vorschriften könnten sie dann auch in Europa, zur Not Großbritannien, die Übergangsleitung noch dazu, dazu natürlich die USA bis dahin auch. Also wenn es um Verwendung geht, gehe ich auch langsam leider davon aus, erst Ende November 25, dass gestartet wird. Aber mich würde es nicht überraschen, wenn trotz allem im Laufe des Jahres 25 trotzdem einige schon damit transferieren, ne? Also Bankwesen. So. Wo war ich denn? Da war ich. Black Dog, Servus MC und die XRP-Runde. Geht heute ja wieder gut ab. Hoffen wir mal, dass Bitcoin die 100.000 in Kürze knackt. Die ganzen Altcoins ziehen ja ordentlich nach. Das bessert die Laune doch deutlich. Wieder noch besser werden. Wird noch besser werden. Und der olle Gary kratzt auch bald die Kurve. 25 kann kommen. Ja, sehe ich nicht anders. Wie sage ich ja, 25 wird unser Jahr diesmal. Gibt zwar zwei Dinge, wo ich sage, ah, es könnte versaut werden, aber ich denke nicht. XRP Heiko. Globaler PayPal-Ausfall. Millionen Nutzer von Login-Problemen betroffen. Ach du Schande, ein weltweiter Ausfall der Bezahldienstes PayPal hat Nutzern massive Probleme beim Einloggen und Abwickeln von Transaktionen beschert. Besonders brisant der Vorfall ereignete sich kurz vor dem umsatzstarken Black Week und betraf auch Kryptodienste. Von PayPal, ne? Am Donnerstag, 21.11. ist es zu einem mehrstündigen Ausfall beim Online-Bezahldienst PayPal gekommen. Das Problem tauchte offenbar weltweit auf. Von etwa 12.17 Uhr mitteleuropäischer Zeit an wurde auf Seiten wie Down Detector erste Störung gemeldet. Ach du Schande, das ist natürlich übel, ne? Gerade jetzt so, die Black Week beginnt ja, ne? Viel Kohle fließt jetzt über PayPal natürlich. Interessant wäre es zu sehen, wieso, weshalb, warum, ne? Aber gut. Startrampe, guten Abend, Marcello. Hoffe, es geht dir gut. Na, muss ja, ne? Guten Abend, Gemeinde. Leider einiges zu spät, wegen Katastrophenspätschicht. Ach du Schande. Freu dich mal auf 25. Freu dich auf 25, Startrampe. Holiday Lover, Sonny, Grüße aus Kaktusland in die Runde. Grüß dich. Lee XRP, MC, nächsten Winter wirst du auch noch in Bremen sitzen mit XRP. Der wird nicht die Preise haben, die wir uns wünschen. Der rauscht wahrscheinlich Richtung Süden um die Zeit. Meinst jetzt um die Zeit? Moment, was haben wir denn? ja, da kannst du recht haben, dass er vielleicht noch am 21. November 25 nach Süden rauscht mit dem Bärenmarkt. Aber am 20. November wird ja, wenn ich mich jetzt nicht irre, ja ESO gestartet. Also, schauen wir mal, ne? Eventuell mit den anderen Schmutzfinken ein bisschen Kohle machen. Ja, hundertprozentig, ne? Also von daher sag ich mir ganz klipp und klar, deswegen sage ich ja, wahrscheinlich der letzte Winter, ne? Weil nächsten Winter, ich hoffe ja, dass der Bullenmarkt richtig gut läuft und der ein oder andere vielleicht ein paar tausend Prozent macht bei mir im Portfolio.
Dann habe ich es nicht mehr so, dass ich sagen müsste, ach du Schande, es wird wieder kalt für mich, ne? Daran begrüße in die warmen Länder. Exapiaco, das beste Bier ist das Tannezäpfle. Lixapi, Rotkäppchen. Ach du Schande, worum geht's jetzt denn? Ich will es, glaube ich, nicht wissen. Das beste Bier, Tannezäpfle, habe ich noch nie getrunken. Kann ich nicht mitreden. Daniato, ich trinke alles außer Hasseröder. Ja, davon kriegt man auch Kopfschmerzen. Neusel, MC, und was denkst du über Recipe? Also 30 bis 50 Cent sollten mindestens drin sein in diesem Bereich. Ich warte jetzt, ich glaube, im Dezember kommt die Roadmap für 25. Wenn jetzt noch Binance Veracity auflistet während des Bullenmarktes, könnte vielleicht sogar höher gehen. Ne? Da wäre der 1 Dollar vielleicht ein Träumchen, aber der Traum könnte wahr werden. Was kann es erreichen? Ja, was der Bullenmarkt sagt. Ne? Nur weil ich das sage, heißt es nicht, dass es erreichen wird. Aber 30 bis 50 Cent könnte man schon anpeilen und 1 Dollar könnte passieren. Könnte wirklich passieren bei Veracity. Ends. MC, guten Abend und danke für deine Streams. Da nicht für. Wie schaffst du das und bleibst auch noch gesund? In welchen Coins investierst du für 28 nochmal und warum? Also, ich investiere jetzt tatsächlich schon langsam immer mehr in Shiba Inu, weil ich denke, dass der mit dem Metaverse, das hat die Nachricht von XRP-Heiko hat mich so überzeugt, dass ich mir den Scheiß angeguckt habe mit Shiba Inu und ich denke, Shiba Inu wird 28, 29 eine richtige Bombe werden. Und ein bisschen in Terra Luna Classic, weil ich auch denke, bis dahin haben die auch alles wieder soweit im Griff und der wird auch einen größeren Kurs haben. Mit Verbrennung natürlich, genauso wie bei Shiba. XRP-Eiko, Shiba, Shiba, ja. Du hast mich versaut, mein Freund. Du bist schuld. Leaks at Perversity vielleicht rasiert, alles. Das könnte auch passieren. XRP-Eiko, Tagesanzeiger. Achso, ich habe jetzt gedacht, Tagesschau. Bananen für 6,2 Millionen Dollar verkauft. Ein chinesischer Kryptounternehmer zahlte Millionen für die Idee des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan. Erstmals gezeigt wurde das Werk an der Art Basel in Miami. Dafür hat der, Moment, was war das? 6,2 Millionen Dollar bezahlt? Der Preis für das Bananenkunstwerk wurde ursprünglich auf 120.000 Dollar festgesetzt. Das ist schon krank. Eine Frau betrachtete das Werk mit Namen Comedian bei Sotheby's in New York, 11. November 2024. Ja, also ich werde auch Künstler, ne? Also wenn das so einfach geht, verdammt nochmal, warum komme ich nicht auf so eine Scheiße? Mr. Krypto an Vermögen oder Performance? Startrampe, schleudert den Burschen zu Boden. Er hat Schieber gesagt. XRP, zu viel Monty Python geschaut. Ne? Jeder nur ein Kreuz nehmen. Quick Blocktrain. Auch Blocky. Was hat Blocky wieder rausgehauen? China erkennt Bitcoin als Eigentum an. Nein, das ist nicht ganz so richtig. Nein. Das Gericht, aber auch nur für Privatunternehmen. Hatten wir schon, danke. Aber es ist schon der richtige Schritt, dass natürlich China immer mehr natürlich ankommt. Ja, wird erlaubt, ne? Hans-Josef, moin MC, wenn XRP bei 1000 Dollar ist, wegen Anwendung, bei was für einem Kurs wird XLM sein? Also ich schätze mal, weil wir rechnen ja bei Verwendung XRP Ledger, weil da ja auch sehr viel Verwendung drauf kommt, weil er ja sehr breit gestreut ist, breiter als natürlich der XLM Ledger. Wenn XRP bei 1000 wäre, würde der XLM bei mir in meinen Augen so bei 150 bis 200 Dollar sein. Quick MC, hab gehört, dass Japan alleine 37,5 Milliarden XRP benötigt. Das würde nur zu Angebotsschock kommen. Ja, ich kenne diese Beispielrechnung auch, aber du musst bedenken, der Kurs wird ja immer höher gehen. In der Theorie jetzt, ne? Und von daher wird diese Menge ja auch immer geringer werden, was sie dann brauchen würden. Dann Johannes, im Jahr 25
Nee, im Jahr 2005 hatten wir am 5. März übers Wochenende 53 cm Neuschnee bekommen. So ziemlich alles hatte Probleme. Trams sind erst am späten Morgen gefahren, aber wir haben die Briefe zu normalen Zeiten zum Kunden gebracht. Ein Kunde meinte erstaunlich, was ihr kommt heute, aber am Abend hatte ich Muskelkater in den Oberschenkeln vom über die Schneeberge steigen. War aber geil wieder mal, so viel Schnee zu haben. Siehst du, Johannes, das ist der Grund, warum ich sage, Schweiz ist ein wunderschönes Land, gar keine Frage. Aber der Winter ist für mich, bei euch, nee, absolut nicht. 900, auf diesen Tag habe ich seit über 3 Jahren gewartet. Tschüss, Gary. Startrampe, wann? Dank Gary endlich ab. Hab leider viel verpasst. Am 20. Januar, mein Freund, am 20. Januar ist Gary weg. Lunto, Quick, 100 Milliarden XRP sind nicht aus Spaß gemacht worden. Das hat alles seinen Zweck und Burning-Rate nicht vergessen. Wie der Co-Founder von XRP gesagt hat, XRP ist erschaffen worden, um $10.000 zu kosten. Und dass es funktioniert, alles ist geplant und schon fixt. Was sagst du dazu, MC? Tja, was soll ich dazu sagen? Ich habe nur eine kleine Korrektur. Die 10.000 sind aber nur darauf ausgelegt gewesen, wegen grenzüberschreitenden Zahlungen. Wir kriegen aber viel mehr drauf, ne? Also, aber die 10.000 kann man anpeilen, natürlich. Der hat ja auch recht. Hat ja auch absolut recht. Es tut mir ja leid. Es ist tatsächlich so. Klar, es klingt bescheuert. Er war die ganze Zeit im Centbereich. Jetzt hat er mal den Dollar überschritten. Aber ja, ich habe es schon gesagt, im Centbereich die ganze Zeit, was XRP schaffen kann, theoretisch. Bei voller Verwendung, mit den Aktienhandel, mit Rohstoffhandel, mit Derivatenmarkt, mit allem Scheiß, mit Krediten, alles. XRP, MC, ich glaube, du hast die Frage von Medline übersprungen, oder? Wegen wann kommt XRP nach Japan und wann die weltweite Verwendung? Oder ich habe es überhört. Du hast es leider überhört. Ich habe gesagt, 25 wird ja Japan starten. Dazu natürlich ganz Asien, auch global. Aber ich gehe davon aus, erst mit der ISO. Mit dem ISO-Start. Könnte natürlich auch vorher schon was passieren, aber ich gehe ganz stark mittlerweile wegen ISO erst aus. Weil es muss ja auch noch reguliert werden und bis zum ISO-Start muss weltweit reguliert werden. Es sieht gut aus, man geht davon auch schon aus. Ich habe schon viele Stimmen dazu gehört, dass tatsächlich bis zum ISO-Start Ende November auch weltweit reguliert sein wird. XRP-Alko, Metaverse, Leute, das wird kommen, 28, ja. Sag mal, Floki, nee, Floki, den brauche ich nicht. Da höre ich dann auf eine Frau im Bärenmarkt. Wenn die sagt Floki, dann kaufe ich auch Floki. Ich werde im nächsten Bärenmarkt auch ein Mimi spacken werden, das ist mir egal, aber ich probiere es mal aus. Ne? Bremmer, nur Jammerlappen kaufen Bananen, die Hardliner essen Ananas. Solange es nicht auf einer Pizza liegt, esse ich auch gerne Ananas. XRP, auf Pizza. Nee, du versaust mir wieder das. Ne? Du musst es wieder versauen, das war wieder so klar. Hubal, danke MC, ich muss zur Dienstübergabe, den Rest später bis morgen. Wünsche dir noch viel Spaß. Papi spielt, also kauft mehr XLM. Weiß ich nicht, ich konzentriere mich lieber jetzt schon aufs nächsten Bullenmarkt, ne? Weil dieser Bullenmarkt ist für mich abgehakt, sprich was Kaufen betrifft, weil ich gehe jetzt mit denen rein, was ich jetzt habe und schaue einfach mal, was der Bullenmarkt mir bringt, ne? Man kann jetzt sowieso spekulieren, wie man will. Welcher ist jetzt noch besser? Wo kann man reingehen? Ganz ehrlich, wenn ihr schon 1-2 Jahre dabei seid, wenn ihr das in 1-2 Jahren nicht schon euren Plan so weit gekauft habt, dann braucht man jetzt beim Start jetzt auch nicht mehr so großartig reinbuttern. Ne? Weil, klar, kannst du machen, aber allein für Deutschland, Haltefrist, ne? Ihr wisst, ein Coin kann auch, wenn ihr Summe X reingepackt habt, auch mal schnell über mit eurem Gehalt dann wahrscheinlich zusammen über 200.000 kommen. Und dann dürft ihr fast 50% abgeben. Ne? Wie gesagt, das muss man alles mit einkalkulieren. Ist natürlich immer noch ein hübscher Gewinn, aber nichtsdestotrotz, man wird sich mehr als nur ärgern. Und normal, der Käufer der Banane war Justin Sun von Tron. Nein, echt? Moment, da muss ich nochmal gucken. Da war das. Wenn das Justin Sun war, ihm traue ich so einen Scheiß zu. Steht leider jetzt nichts dabei, oder? Nee.
Nur über diesen Scheiß, reife Banane, der Käufer der eines chinesischen Kryptounternehmens namens Justin Sun. Oh nein! Alter Schwede, ich meine, er ist ja nicht mehr ganz dicht, ne? Aber das? Du Schande. Ja, ist okay, ne? Ich muss auch unbedingt mit so einer Banane irgendwo gegen eine Wand klatschen. Dann kann ich auch sagen, hier 6,2 Millionen wert. Geiles Ding. Alter Schwede. Na gut, er hat ja so genug Geld, ne? Von daher gar kein Thema. Olli, das läuft nicht alles nur über XRP Ledger und Hallo MC. Das ist nur wilde Fantasie auf dem Dachboden zum Kriechboden. Du das sagst? Thema, ne? Ich akzeptiere so eine Meinung. Nur ich muss dir leider sagen, du wirst wahrscheinlich auf dem Kriechboden bald, oder spätestens nächstes Jahr, sagen wir es mal so, 25, eigentlich weinen. Du wirst weinen. Aber ich bin dann da für dich. Ich bin dann da für dich. Keine Panik. Wir werden alle für dich da sein. Wunder normal. Oh, MicroStrategy-Aktie. Jetzt 13% im Minus. Oh, was ist denn los? Warum das denn? Naja, gut. Na, die müssen auch mal Gewinne mitnehmen. Magic Mike, hallo zusammen. Grüß dich, Marcello. Gerade noch rechtzeitig online, um Hallo und Ciao zu schreiben. Ich glaube, heute Nacht wird die 100.000 Marke von Bitcoin geknackt. Stimmt, gucken wir mal. Jetzt laufen ein bisschen Gewinne mit, ist ja auch okay. Ne? 3% schon bei XRP, fast 4%. Ja, mein Gott, ne? Was soll's. Aber ja, warten wir mal ab, wie Asien reagiert, wenn sie die Nachricht hören von Onkel Gary. Ne? Das wird das sicherlich interessant. Startrampe, Olli, kauf schon mal das Blattgold für deinen Kriechboden. Xplunto. MC, Bullenmarkt, XRP 5 bis 10 Euro, ja gut, ich sag Dollar, alles gut. Aber was, wenn in Bullenmarkt Anwendung startet, dann gibt es ja quasi für XRP keinen Bärenmarkt mehr, richtig. Oder die ISO-Coins kann es mir nicht vorstellen, dass XRP im nächsten Bärenmarkt überhaupt nochmal sinkt, weil nächstes Jahr ja die Anwendung startet. Ja, die Frage ist nur, wann startet die Anwendung? Ende 25 mit ISO, das wäre aber schon im Bärenmarkt. Oder schon vorher. Aber vorher, wie gesagt, es muss reguliert sein auf der Welt. Es muss reguliert sein. Und es kommt jetzt natürlich. Kaleido, wie hoch war die Marktkapitalisierung im letzten Bullrun eigentlich nochmal? Ich habe ja mal gesagt 3,8. Das waren aber irgendwas mit 2,8 Billionen. Da sind wir schon drüber. Deswegen sind wir schon im Bullenmarkt. Central Cyber Network. 1000 Euro jetzt in Veracity, etwa 300.000 Veracity würden abzüglich 45% Steuern, musst natürlich noch dazu rechnen, Solidaritätszuschlag und falls du in der Kirche bist, natürlich auch noch Kirche, ne? Und Kaufpreis immer noch etwa 140.000 netto bringen, bei ATH 14.000 Euro netto bringen, bei ATH 0,08 muss man sich überlegen. Natürlich, absolut. Wenn du es so natürlich siehst, ist es immer noch ein Schnäppchen und trotz Steuern, gut, da musst du aber auch schon an die 200.000 kommen oder du musst wirklich viel verdienen, dass du wirklich 45% Normalsteuersatz für dich selber schon bezahlst, ne? Central Cyber Network, aber auch knapp über 10.000 Euro Steuern, ja. Das ist immer noch schön, ne? Du setzt 1.000 Euro ein, du musst die 1.000 natürlich dann vom Gewinn abziehen, weil es ja der Einsatz ist. Und wenn du dann immer noch 14.000 Euro netto hast, für, man muss ja ganz ehrlich sagen, fürs Nichtstun, ne? Weil du machst ja nichts dafür. Du kaufst ja nur, klickst ein paar Mal rum mit der Maus und wartest einfach nur. Das ist die Kryptowelt. Johannes, Leute, ich habe es bis jetzt noch nie gesagt, weil es mir peinlich war. Ich war damals an der Art Basel in Miami und hatte keine Tasche für meine Znüni. Bananen, da habe ich vom Elektriker das Klebeband genommen und habe die Banane an die Wand gehängt. Danach habe ich die Ausstellung, als ich Hunger bekam, wollte ich meine Banane holen und scheiße, da war ein Menschenanlauf und ein Absperrband. So wurde meine Banane zur Kunst und der Künstler war ich nicht, der Italiener. Ja, siehst du, hättest mal 6,2 Millionen jetzt verdienen können, ne?
Olli, ich glaube 3 Billionen im letzten Bullenmarkt. Ja, das waren 2, noch was. 2,89 Billionen, glaube ich, waren das. Kann man googeln. Kaleido, okay, ich dachte 3,2 Billionen. Mr. Crypto, ja, 2,8 oder 2,9 Billionen. Ich glaube 2,84 oder 5 oder 6 war das. Keine Ahnung. Aber um den Dreh. XRP, Echo, wir waren schon über die 3 Billionen. Johannes, so, nun sag ich gute Nacht, bevor wieder Mitch zu mir kommt und ich wieder nicht mehr schreiben kann. Wie gestern. Danke, Leute. Schlaf gut und bis morgen Abend. Tschüss. Wünsche ich dir natürlich auch. XRP, Eiko. Euch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Daniato, wir haben noch 2 Minuten. Ja, irgendwie wollen sie mich loswerden, alle. Ich hab's endlich geschafft. XRP, heute 21:18 Uhr. Schluss? Nein, 21:20 Uhr. Das schaffe ich noch. Lucky, danke und einen schönen Abend noch. Kaleido, gute Nacht. Bis morgen. Xplunto. MC, das Problem ist, dass viele Menschen nur bis zum Strich denken und fragen sich nicht, was nach dem Strich kommt. Ist eigentlich traurig. Man muss schon eine klare Vision haben davon, was auf XRP zukommt. Absolut. Entweder hast du das, ich bin öffentlich, deswegen bin ich ja der größte Depp. Stört mich überhaupt nicht. Ich freue mich sogar drauf. Und von daher. Man muss natürlich weiterdenken. Das Problem ist aber auch für die Leute, klar, die auch länger drin sind, die kennen ja nur dieses Pump-and-Dump-Spiel, ne? Und können sich so etwas einfach nicht vorstellen. Und ich sage ganz ehrlich, die Finanzwelt wird gerade revolutioniert seit 2 Jahren. Es wird komplett umgewandelt alles. Wenn die Regulierung endlich durch ist, alter Schwede, was glaubt ihr, was wir dann erfahren werden für Kurse? Emhan, wünsche allen eine gute Nacht. Olli, was war denn heute? Ist ja wieder schön Anstieg gerade. Gary Gensler ist zurückgetreten. Am 20. Januar ist sein letzter Arbeitstag. Er hat wohl keinen Bock, dass Donald in sein Büro kommt und ihn aus dem Fenster schmeißt. So, Mr. Crypto, 21:20 Uhr. Das bedeutet für mich, morgen um 20:20 Uhr bin ich hier wieder auf Twitch für euch da. Ich bedanke mich bei 112 Zuschauern. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Psychobeule, Teneriffa, wir werden kommen. Ja, und ich werde natürlich was Schnittes schon vorher anziehen. Sanremo, Solo, 272% in einer Woche. Ja, das ist nichts, was XRP bald macht, ne? Neuse, ciao zusammen, bis morgen. Bin gespannt, was morgen so berichtet wird. Die ist ja mein erster Bullmarkt. Oh, das wird geil für dich. Und damit sage ich auf Wiedersehen.